Gut und hallo zu einer neuen Ausgabe Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Heute am 28. Februar. 28. Februar, Geburtstagskind des Tages. Ist? Sepp Maier. Sepp Maier hat heute Geburtstag. Mayer. Magst du Sepp Maier? Ja. Auch wenn er immer Bayern-Spieler gewesen ist, ja. Trotzdem ist er Sepp sympathisch. Ja, habe ich jahrelang auch gedacht, aber wie gesagt, ich finde, Sepp Maier war wahrscheinlich so der Vorläufer von dem heutigen Thomas Müller. So dieser, jeder mag ihn. Magst du Thomas Müller nicht? Nee. Warum nicht? Ich kann Thomas Müller nicht leiden. Wie, du kannst Thomas Müller nicht Thomas leiden? Ich kann Thomas Müller nicht leiden. Der hat uns zur WM geschossen. Ach, der macht immer so, oh ja, ich bin der bayerische Bub und oh, und was, mir ist an mir scheiße. Und so. Ey, der ist halt Bayer, anfangen. Was soll ich ja, machen? Kann ich nichts mehr anfangen. Thomas Müller und Sepp Maier ist genauso. Sepp Maier fand ich übrigens lustig. Sepp Maier hat ja immer den Oliver Kahn so gepusht. Klar, die Bayern-Spieler. Der hat ihn trainiert. So, trainiert und so weiter bei der Nationalmannschaft. Und hat irgendwann mal in einem Interview gemacht, der Jens Lehmann, damals noch zweiter Torwart bei der Nationalmannschaft, der kann sich aufhängen, was er macht. Der steht bei der WM 2006 eh nicht im Tor. Hat er gesagt. Haha, Sepp Maier. Ich glaube, das ging ein bisschen in die Hose, Sepp. Ja. Ja, aber Sepp Maier wurde ja auch geschasst. Ja, aber wie gesagt. Es war ja nicht nur der Kahn, sondern der Maier wurde ja auch dann geschasst. Ja, gleichzeitig. Dann hat er die Fresse aufgerissen und ist schiefgegangen. Und das war, der hat am 28. Februar, also Geburtstag. Heute Geburtstag. Ich sage trotzdem, aufgrund seiner Verdienste, Europa, Weltmeister, Nationalmannschaft und sage ich, herzlichen Glückwunsch, Sepp. Ja, ist auch, ja. Alles Gute. Glückwunsch. Ja, und heute am 28. Februar 1974, ja, in meinem Geburtsjahr, in deinem Geburtstag, da wurde das Bild von Pablo Picasso, das Werk Guernica. Guernica. Hier sehen wir es, ja. Guernica. Das wurde besprüht. Das wurde besprüht im New Yorker Museum of Modern Art. Modern Art, okay. Ja, wurde damals verschandelt. Mutwillig sozusagen zerstört. Ja, heute hängt es in Madrid. Ehrlich? Das wusste ich nicht. Nee, doch, in Madrid. Heute genau. Hängt das, ja, in Madrid, genau. Im Museo Reina Sofia, deswegen war ich gerade irritiert. Weil ich gedacht, hä, Sofia, Madrid? Nee, das sind zwei verschiedene Städte. Madrid, Mailand. Hauptsache Italien. Richtig, genau. Ja. 28. Ja. Februar, Sepp Maier Geburtstag. Und Pablo Picassos berühmtes Werk. Guernica wurde verschandelt. Richtig. Ja, das ist Angeberwissen von heute. Damit könnt ihr rausgehen und könnt ein bisschen angeben. Nochmal alles Gute an Sepp Maier. Keine Grüße an Thomas Müller. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich kann ja nicht. Ich finde ihn ganz gut. Ach, echt nicht. Ohne Scheiß. Tschö. Gute. Bis morgen übrigens. Bis morgen.